Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Bund der Morgenröte mit Ida, Papadimu, Urioge, Tancred, Isidora und Minfilia und natürlich auch unserer Wenigkeit. Jetzt habe ich uns gerade verabschiedet. wir verbeugen uns aber nochmal. Ich muss kurz wieder gut machen. Wir sind hier beim Bund der Morgenröte. Und wollen jetzt die nächste Quest annehmen. Wir haben jetzt die letzten Male Story gemacht. Story, Story, Story und noch mehr Story. Wir sind gerade fleißig dabei. Und wir sprechen jetzt aber mit Filia. Wie ich dir schon gesagt habe, versucht der Bund der Morgenröte, das primäre Problem in den Griff zu bekommen, das Eosea bedrängt. Es ist keine einfache Aufgabe, aber jemand muss sie in Angriff nehmen. Wenn du bereit dazu bist, uns mit ganzer Kraft zu unterstützen, dann gib mir ein Zeichen, dass du dich als Teil unseres Bundes betrachtest. Wir nehmen Mut oder Fehlschlag. Nein, wir nehmen Wildrose. Da kriegen wir das erste tolle Ding. Da, okay. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe mit den Jungpferden. Sehr schön. Das klingt schon ganz natürlich aus deinem Mund. Du willst uns also unterstützen, ja? Wie schön. Das hatte ich von ganzem Herzen gehofft. Nun lass mich dir die Mitglieder unseres Bundes näher vorstellen. Ja. Kommt dir der Name Shalayan bekannt vor? Nö. Das war eine der 6 großen Städte Eoseas, bevor sie zerstört wurde. Ihre Ruinen liegen im Nordwesten Aldenards. Die Stadt war ein Hort des Wissens über Magie und den Äther, wodurch sie sogar dem Kaiserreich die Stirn bieten konnte. Von dort stammt eine Gruppe gelehrter Männer und Frauen, die sich die Exegeten nannten. Als der Niedergang Eoseas sich abzuzeichnen begann, waren sie es, die vor der Katastrophe warnten und für die Zukunft Eoseas kämpften. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und diese Exegeten stehen nun hier bei uns. Darf ich vorstellen? Ida und Papalimo. Sie erforschen die Vorkommnisse in Gridania. Die beiden sieht man übrigens. Vorsicht, Spoilergefahr. Wer es nicht wissen möchte, ihr kann es bitte einmal wegschalten. Oder ein paar Minuten vorspulen. Diese beiden sieht man übrigens, wenn man das Startgeschehen in Gridania macht. Wenn man in Gridania startet, trifft man die beiden direkt bei der ersten Fünferquest, glaube ich. Wo die erste Einziehung nicht stattfindet. Meine Lieblingsgeschichte, deswegen konnte ich mich damit nicht entscheiden, ob wir halt wie immer in Gridania sind. Ich habe mich ja dagegen entschieden, weil ich mich gefragt habe, ne, wer wann wo auftaucht, weil ich nicht wusste, ob ne, Tancred da ist oder Stora oder sonst wer. Aber das sind die beiden. Wie gesagt, sie mag ich noch. Auf ihre Charakterentwicklung bin ich im weiteren Spielverlauf noch sehr, sehr gespannt. Beziehungsweise dürft ihr auch gespannt drauf sein. Papalimo ist toll. Stimme passt nicht so ganz. Hallo. Ihre Stimme mag ich. Freut mich. Ja, passt nicht. Aber bitte, weiter geht die Runde. Das ist Tancred. Er ist für die Perle der Wüste zuständig. Bis zu dem Punkt übrigens mein Boy. Perle der Wüste ist Uida. Hallo. Ach, diese Stimme. Diese liebreizende Dame heißt Yestola. Sie beehrt Limsa Luminsa mit ihrer Anwesenheit. Yestola, okay. Yestola, Yestola. Ja doch, Yestola sage ich öfters. Ist immer unterschiedlich, was ich sage. Hallo. Dich kennen wir schon. Schön, dass du hier bist. Und das ist Orionger. Er leitet unser Hauptquartier. Wenn du Probleme hast, kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden. Nun kommt ganz gewiss die Dämmerung am Morgen. Gut. Deine strahlende Präsenz wird ihr den Weg bereiten. Ich glaube, seine Stimme verändert sich noch. Bei der Schlacht von Cartenau vor 5 Jahren haben wir unseren Anführer verloren. Danach gründeten wir zusammen mit Minfilia und anderen Gleichgesinnten den Bund der Morgenröte. Seitdem haben sich viele fähige Leute unserem Bund angeschlossen. Und gemeinsam versuchen wir, Eoseas Zukunft zu gestalten.
Ach ja, das ist übrigens Tataru, unsere gute Fee, Tataru, die sich um die Verwaltung kümmert. Zu deinen Diensten. Okay, die Stimme passt. Auf eine gute Zusammenarbeit. Aber die also dann? Ich kann schon mal sagen, einige Stimmen ändern sich im Laufe des Spiels. Es gibt viel zu tun. Uriange, meine ich zumindest. Bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Ja, seine ändert sich. Ihre meine ich auch. Die Legion der Unsterblichen hat uns gebeten, Nachforschungen anzustellen. Tancred, bitte erklär, worum es geht. Sehr gerne. Vor einigen Tagen haben Unbekannte eine Karawane der Amagina Bergbau AG überfallen und ihre wertvollen Kristalle geraubt. Und da ist noch mehr. Zur selben Zeit sind einige Leute aus den Slums vor Ulda verschwunden. Auf den ersten Blick geht es also um einen Kristallraub und um Entführungen. Um solche Angelegenheiten würde sich die Legion der Unsterblichen eigentlich selbst kümmern. Doch hinter den Kulissen könnte ein Primae involviert sein. Ja, denn die Spuren an den Tatorten deuten nämlich auf die Amalja als Täter hin. Wir vermuten, dass sie die Verbrechen im Namen ihres Primaes Ifrit begangen haben. Kannst du der Sache nachgehen? Dadurch bekommst du auch einen besseren Einblick in unseren Konflikt mit dem Primae. Danke. Tancred kennt sich in Ulda bestens aus. Er wird dich mit Informationen versorgen. Mhm. Halt dich einfach an mich. Die Story wird doch so toll. Auf der einen Seite bin ich traurig, dass ich es tatsächlich schon alles kenne. Auf der anderen Seite freue ich mich aber, dass ich es jetzt aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und in Ruhe spielen kann, ohne diese Aufregung zu sagen, oh, wann ist es endlich soweit, wann ist es endlich soweit, sondern es halt schon zu wissen, aber trotzdem ist es noch immer neu für einen. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Einen Zusammenhang muss es geben und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht. Und darum kümmert sich die Amagina Bergbau AG bereits. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf den Untersuchung der Entführung konzentrieren. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber auffällig ist, dass bei Camp Knochenbleich besonders viele Leute verschwunden sind. Dort solltest du mit deiner Nachforschung anfangen. Isambard ist für das Camp zuständig und kann dir die Umstände genauer schildern. Oh ja. Das heißt, wir müssen jetzt wieder raus. Raus. So, wir machen jetzt die normale Story, wo nichts mit Indies ist, machen wir jetzt erstmal mit dem Schurken. Mit der Schurke halt bisher als einziges Spielbares für die Story da ist. Alles andere müssen wir dann mit den anderen machen. Wir rücken dann immer so nach und nach das Feld auf. Also, wenn mein Plan aufgeht, sollten wir es so am schnellsten mit zumindest 5 Klassen auf 80 schaffen. In der Regel sollte das eigentlich so funktionieren. So, wir nehmen aber einmal diese blaue Quest hier an, die hier ist. Die ist sehr, sehr wichtig für uns. Und zwar einmal Farbenlehre. Hätte ich sehr gerne. Damit können wir nämlich unsere Kostüme und alles färben. Ui, was müssen meine entzündeten Augen heute nicht alles ertragen? Nun schau dich doch mal an. Wo hast du denn diese scheußlichen Lumpen her? Sollte eine nach Gold und Ruhm strebende Abenteurer nicht besser gekleidet sein? Also ehrlich, ein bisschen Farbe könnte deinem Outfit nicht schaden. Hier, ein Tupfer Flieder, dort etwas Safran. Ja, vielleicht ist das noch etwas zu retten. Ich erkläre dir, wie du deine Ausrüstung färben und dir mein Schick verleihen kannst. Aber zuerst brauche ich etwas zu trinken. Die trockene Luft ist ja nicht zum Aushalten. Wärst du so nett und bringst mir eine Karaffe Orangensaft? Das ist wirklich sehr liebenswürdig von dir. Du kannst ihn hier in der Bucht des Abendsterns kaufen. Und würdest du dich etwas beeilen? Auch im Schatten ist es unerträglich heiß. Dankeschön. So, und dann machen wir das hier natürlich noch, das Projizieren.
Meine Güte, wie siehst du schon wieder aus? Hast du denn beim letzten Mal nicht zugehört? Auch Abenteurer sollten schick gekleidet sein. Stich- und stofffest, bequem und beweglich, das ist ja alles schön und gut. Aber willst du wegen mangelnden Stils wirklich das Gespürt des Schlachtfelds sein? Keine Angst, ich würde nicht nörgeln, wenn das Schicksal mich nicht dazu auserkoren hätte, dir zu helfen. Ich lege auch gerne noch etwas drauf. Ich lege auch gern sofort los. Wenn ich mich mit einem Gläschen Saft erfrischt habe, ist nämlich wieder mal schrecklicher als heute. Also, wenn du nicht länger wie die hinterletzte Abenteurerin rumlaufen willst, dann besorg mir bei Fulzlind in der Schenke davor etwas zu trinken. Die kennt man vorlieben. So, das machen wir bei Zeiten dann mal. Oh mein Gott. Wenn wir mal dabei sind, alles andere zu machen. So, wir werden jetzt einmal ganz kurz zum Kronstadtbahnhof gehen. Da habe ich nämlich einmal bereits was freigeschaltet. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Farmlehre und schöner Schein werden wir dann beim nächsten Mal machen. Oder zumindest, wenn wir dann wieder die Zeit dazu finden. Ich meine, wir haben es erstmal angenommen. So, wir müssen jetzt nämlich ins östliche Tanalan. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Da wir da aber noch nicht hin teleportieren können, müssen wir leider laufen. Ja, das hätte ich gerne. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, könnten wir es schaffen. Wie gesagt, da der nächste Woche frei ist, die andere Woche frei ist, rein theoretisch könnte man jetzt wunderbar auf 50 schaffen, wenn man nicht alles vorliest. Rein theoretisch. Ich könnte auch einmal so. Weil dann laufen wir allgemein schneller. Jetzt sind wir fast da. Ist halt noch das Nervige, dass wir noch kein Reittier haben. Aber die Musik ist halt einfach mega schön. Aber sie wird noch schöner, glaubt mir. Das Gute ist halt, dass wir einfach mega viel Zeit haben. Für alles. Dann haben wir hier noch Freibriefe. Ja, Isenbart, das bin ich. Was gibt es? Die Entführung willst du aufklären? Ah, dann musst du die Abenteuerin sein, die mir Fiel ja gemeint hat. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor den Amagia in Acht nehmen sollen. Ja, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die hinter der Sache stecken. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Wir haben Stufe 18. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Minfilia vermutet die Amedra hinter den Entführungsfällen in dieser Gegend. Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen uns die Amedra genug. Knochenbleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können auch nicht jedes Stein umdrehen. Dauerliche Zwischenfälle sind daher in der Tagesordnung. Erst gestern wurde südöstlich von hier ein Pilger, der zur St. Adama Lendama Kirche wollte, von einer Horde Amedra überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden.
und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amajor lauern vielleicht noch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden, doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Menschenmachenschaften Amajor in dieser Gegend raus. So, okay. Kein Problem. Wie gesagt, Nebenquests machen wir dann bei Zeiten. Machen wir dann alles mit den Taumaturg-Faustkämpfer und Gladdy. Die sind jetzt quasi unsere Ableger für die ganzen Nebenquests. Und was uns halt noch so ansteht. Ich schätze mal im nächsten Part vielleicht. Oder im übernächsten. Je nachdem. Werden wir uns wieder um die Nebensachen kümmern. Wir können auch mal wieder den Begleiter ändern. Folgt uns jetzt? Oh, wieder Wächterauge. Langweilig. Ich dachte, das könnte mal jemand anderes sein. Hi. Wir springen beide gleichzeitig runter. Huch, nee. Ist es dir gelungen, die Leichname der Pilger zu bergen? Jupp. Danke, du hast den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass man sie angemessen bestattet. Was diese elenden Amajor betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in der kargen Landschaft dort draußen zu verbergen, geschweige denn, sich unauffällig anzunähern. Kann man doch niemanden entführen und ihre Opfer sind wie vom Erdboden verschluckt, anders als die armen Pilger, die du mir gerade gebracht hast. Das muss jetzt unter uns bleiben, aber bei deinem Entführungsfall... Würde mich schon verdammt wundern, wenn die dreckigen Biester nicht einen Komplizen unter uns hätten. In diesem Kampf herrscht reger Durchgangsverkehr. Wird schon vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Schräge Typen sind da keine Seltenheit. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber selbst ich vermag es nicht, mir alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendein Halunke sich hier unter die Leute gemischt hat und die Vermissten an die Amajor verkauft. Nein, das würde mich wirklich nicht wundern. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Bislang hat das Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben. Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erstmal Rat bei Ungust einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schuft der Gute, aber lass dich von ihnen nicht abschrecken. Ich habe ihn vorhin gesehen, wie er polternd und zeternd in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die vom vielen Falschen heißgeredete Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja nach ein paar Krügen gesprächig. Ich zeige ihm aber sicherheitshalber dieses Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen und im hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Ja, vielleicht. Das Ding ist cool. Aber wir können auch nicht fliegen. Oder reiten. Oder beides. Oh nein. Erkennt ihr ihn? Du schon wieder? Unsere Begegnung in Ulda hat mir gereicht. Also schwer, findet man denn nicht mehr in seiner Heimat mehr Ruhe? Hier. Guck mal. Guck mal, was wir haben. Was? Isenbart schickt dich? Ach, dann bleibt mir ja wohl keine Wahl. Soll er also etwas über die Flüchtlinge erzählen, hä? Huh? Ja, hier gibt's da nichts zu sagen. Die armen Wichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reis ausnehmen, wenn man sich ihnen nur auf 10 Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich sie hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich umgescheucht haben.
jetzt mit einem Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selbst mal versuchen, das aus einem von ihnen herauszukitzeln. Viel Glück, meine Liebe. Du wirst es brauchen. Oh ja, das wäre. Haben sie jetzt schon die Abenteuer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Eine Niete? Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. Tatsächlich sollt ihr alles schmoren. Oh. Das Schokomoppel, ey. Hilfe, bleib mir vom Leib. Ich weiß von nichts. Ehrlich, verschlipp ich bitte nicht. Lol. Platz mit X, ne? Platz mit X? Da wo nix. Und? Glaubst du mir jetzt? Die Flüchtlinge sind verschlossenes Völkchen, was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Habe übrigens schon meine Zweifel, ob an diesen Entführungsgeschichten überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie es da finden, wage ich aber mal zu bezweifeln. Okay. Und? Haben deine Nachforschungen etwas gebracht? Verstehe. Glaubst du, Ungus hat recht mit seiner Theorie? Die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Dann hätten sie doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann es nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht um die Priester wenden. Werde mir etwas zurechtlegen, also lass dich demnächst mal wieder hier blicken. Da steht ein Auto in mir drin. Wir kriegen wieder was. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zur St. Adamant-Landama-Kirche begeben. Sie liegt gleich westlich des Camps. Und wenn du sowieso dort vorbeischaust, kannst du auch gleich einen der Leichname mitnehmen. Ich hatte nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab ausgehoben worden ist. Der Friedhofswart Marquez wird dir sagen können, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Nett. Achso, das hat sie hier gemacht. Manchmal bin ich etwas verpeilt. Wenn ich mir jetzt mal echt so unsere unsere Klassen hier so angucke. Redewitzka. Wir haben schon ganz schön Stück erledigt. Ein richtig, richtig großes Stück sogar. Nur gut. Klasse-Quest-mäßig sind wir. So, Klasse-Quest, Story-Quest-mäßig sind wir noch gar nicht weiter, aber. Ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Marquez? Ja, da bin ich. Isenbart schickt dich, um Nachforschung über mich, die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich verhelfe, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Legen wir ihn nochmal da rein. Nett. Ich
Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Alleine dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Und würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Urson ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Der hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte sein Tagewerk verrichten. Nett. Der steht da auch schon. Da steht ein Schokobo in der Kapelle. Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seelen gekümmert hast. Richte Isenbart bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Marquesse dir ganz recht erzählte, stehe ich in einem engen Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sich nämlich nur ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquesse war nicht allzu grob zu dir. Seit der 7. Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich vor einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Pflegel nachher einmal zur Brust nehmen werde. Okay. Und jetzt dürfen wir die Quest immer wieder abgeben. Und dann sind wir, denke ich, auch erstmal fertig für heute mit dem Part. Ich glaube, dass ich dann auch für heute Feierabend mache. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge geschafft. Bitte euch. Oh mein Gott, das Spinne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Spinne. Und auf Wiedersehen. Ciao. Toll, jetzt kommen sie wieder hoch. Nett. Das ist so widerlich. Ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen. Und jetzt aber weg mit dir. Also jetzt müsste sie definitiv weg sein. Oh Gott. Spinnen sind so grausenvolle Viecher. Ich weiß auch nicht, wer die Dinger erschaffen hat, aber also, was sich die Evolution dabei gedacht hat. Aber diese Viecher sind echt einfach nur abartig. Mega abartig. Die haben mir zu viele Beine und zu viele Augen. Hallo, Isenbart. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei einem Priester irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Ash ist. Du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich, löblich. Erlaube mir, mich vorzustellen, werter Isenbart. Mein Name ist Tancred und ich bin, wie Ash, mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Ungust an die Priester verwiesen und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist er ein Mitglied der Priesterschaft und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ursin in Frage. Die ehrenwerte Priesterin, du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ursin ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichen Rosen haben die spitzesten Dornen. Ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Oh mein Gott, was mir gerade einfach mal so alles auffällt, was mir beim ersten Lesen überhaupt nicht aufgefallen ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jetzt sieht es wieder aus, als würde ich nackt rumlaufen. Ach du Kacke. Ich laufe mit einem Schachbrett rum. Oh Scheiße. Da würde man eigentlich Rosen kriegen. Eigentlich. Natürlich nicht auf eigentlich. Das sind aber gerade alles so ganz knappe Dinger immer. Na gut. Ich würde sagen, ich beende hier den Part und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao.